So, Leute, es geht weiter. Jetzt gucken wir mal, was machen wir. Trickschuss. Ja, wir machen einen Trickschuss. Da kann ich jetzt gehen. Ist das auch mit dir was? Nee. Okay, okay, okay. %75. Ja, komm, also 50%. Let's dance. Das ist bitter, ja. Das muss ich einfach sagen. Das ist einfach nur bitter. Das ist bitter. Mit Glück 100%. Okay, du kommst hier hin. I am angry most of the time. It works for me. Könntest du den killen? Und wieder abhauen. Ja, kannst du. Perfekt. Das kostet mich 2. Das ist mir zu riskant. Dann würde ich sagen, du kommst hier hin. Lass mich mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Ich könnte mit dem Trickschuss hier was machen. Ja, geil. Ja, mach. Entweder ich treffe. Die hat sogar getroffen. Okay, jetzt zieh Kopf ein. Okay, er hat ziemlich weit nach vorne gekommen. So, wollen wir mit ihr weitermachen? Ja. %25. Ich würde sogar sagen, ich mache es. Wenn sie nicht trifft, kriegt sie halt ihr Glück. Wunderbar. So, du kannst mit einem. Ah, du brauchst kein Glück hier, oder? Perfekt. 3, 6, 9, das musst du. Oh, du brauchst 2. I hear my name. Wow, kritischer Treffer, perfekt. Was anderes. Ne, ist das eine Truhe oder? Ne. Ich gehe mal hier hin. Ne, ist keine Truhe, okay. Need someone dead. Ready when you are. Ah, ich glaube, da ist nichts mehr. Nee, da ist nichts mehr.
Wir bringen die aber alle erstmal hier in Position. Indianer. Smart-Kämpfer. Das will ich eigentlich schon sehr weit vorne haben. Okay, schicken wir den Indianer als erstes rein. Das geht nicht, weil der nicht nach vorne steht. Okay, da kann ich drüber hüpfen. Aber du kannst hier hin. Ah, okay, jetzt wird automatisch aufgelöst. Okay. So, lass uns mal gucken, ob wir hier was machen können. Mit der Schrot. Leider nicht. Oh, mit der Pistole. Ja, gib ihm. No, this cannot be. Oh, fuck. Ah, stimmt, da gab's ja so ein Ding. Einer ist der Bösewicht. Jetzt ist die große Preisfrage, wer ist es? Got him! Try another one. Ich wollte eigentlich einen Trickschuss machen. Ich hab mich verklickt. Da hab ich jetzt Glück gehabt. Marina. Ja. Indianer. Kommst du jetzt hin, oder? Du brauchst drei. Na komm mal, den kriegst du trotzdem so geplättet, ey. Oh, der war echt. Der Kollege hier ist echt. Trotzdem müssen wir die hier aber trotzdem aufklappen. What's the play? Der Indianer steht natürlich jetzt richtig beschissen da. Ja. Sure. Naja, bringt nichts. Wird widerlich. Come closer, I don't bite. Naja, wird widerlich.
Ah, die klauen Glück, okay. Die machen keinen Schaden, die klauen nur Glück, ist okay. Ich muss gleich mit dem Indianer da jetzt mal auf Räume, weil der kann das eigentlich ganz gut, dass er die ausschaltet. Ja, der kann die alle anderen jetzt da hinten ausschalten. Ah, ist ja jetzt richtig gut. Not this time. Perfekt. What? What? Ah, echt jetzt? Du hast es verbockt? Moment mal, habe ich hier gerade den Falschen erwischt? Was sagt denn hier die Streuwaffe? Nee, kriege ich nicht beide. Ja? Ich dachte, die kann man mit einem Hieb killen. Da sind doch nur so... Okay, das verwirrt mich jetzt schon ein bisschen. Let's dance. Guns blazing. Oh, ich gehe mal hier hin. Rückschuss. I'm ready. Dann habe ich das jetzt komplett unterschätzt. Na ja, komm, mit etwas Glück ist er weg. Ich sagte ja mit etwas Glück. Oh, der hat ihm echt Schaden gemacht. Shit. Und nochmal 5. Oh, ist das ärgerlich. Set me loose. Nochmal. Nochmal. Leave it to me. Yeah. Steady. What's the play? Here I go. Yeah.
nicht gut, nicht gut. My, my, such bravado. What the hell? Oh, don't be so surprised, Mr. Carter. I am a devil after all. Who do you think you are? The name's Mammon. Thanks for asking. I really have guests here. There's just no one fresh to play with. You like games, Mammon? Then how about a hand of poker? I win, you let us go and throw something in for our trouble. We lose? Well, it's your call. So greedy, I'd love it. I'll tell you what. How about I toss in the ghost engine? Just imagine all this power. It can make your wildest dreams come true. Win, and I give it to you. Lose, and your souls are mine. You want our souls? Yeah, sure. Knock yourself out. Our souls, Gene? What the hell? Shall I deal? We're using my deck. Remember, Mr. Carter, one deal, high hand wins. Are you ready? Let's get to it then. Yes, that's right! Read 'em and weep, devil! If you think that will make a difference. And the winner takes all! You really think you could out-cheat me? Five of a kind! No. What? No! This is some kind of a trick. I don't even have a joker in my deck. Now it's time to cash in those chips. Hold on! Ja, und wie leer aus der Geschichte spielt, niemand mit einem Teufel Poker. Der bescheißt dich. So, Flynn, wach endlich auf, Gina. Na los, mach die Augen auf. Weiter, achso. Ich rappelte mich auf und fühlte mich ungewöhnlich leicht leer. Kalt, nicht nur äußerlich, sondern auch durch und durch. Ganz in der Nähe standen drei gesattelte Pferde, die sich zusammendrängten, um nicht zu erfrieren. Gina, was ist passiert? I got us out. That's what happened. Now get up. We need to move. Wir müssen weg von hier, okay. Wo hast du die Pferde her? You want to look them in their mouths? Do it later. Now let's move. We can't stay in the snow. We need shelter. Okay, gehen wir los. Finn versucht mutig zu klingen, doch ich hatte sie noch nie so ängstlich erlebt. Und dieser Schnee. Schnee? Im Juni? New Mexico? Über die Karte erkundest du die Welt von Hardware 2 und treibst die Geschichte voran. Du wirst auf viele interessante Orte stoßen und die dort ansässigen Charaktere kennenlernen. Ja. So. Können wir schon ins Menü? Das ist jetzt die große Preisfrage. Das ist die Karte, ja. Das ist nichts, ne. Ne, ins Menü kann ich immer noch nicht, okay. War das rechts oder linksklick? Linksklick, okay. So, stopp. Ah, okay, ich muss die nicht zusammenführen, die man normal kennt. Ja, da gehen wir erstmal hier rein. So, eine gefährliche Begegnung mit dem Geisterzug hatte die Hütte in einem Trümmerhaufen verwandelt. Die Hälfte war weggerissen und der Rest stand gerade so noch aufrecht. Ruinen durchsuchen.
Wäre riskant. Gene, hier muss doch irgendetwas Sicheres geben. Ja, komm. Was wir vorfanden. Jagdtrophäen, stumpfe Hautmesser, rostige Fallen, ließ darauf schließen, dass die Hütte einst einem Jäger gehört hatte. Doch für uns war das alles nutzlos. Nachdem wir nichts als eine Halbigelmünze gefunden hatten, gaben wir auf und entschieden uns, die Hütte zu verlassen und einen besseren Unterschlupf zu finden. Erhalten $5. Ja, wunderbar. $5 haben oder nicht haben? It's freezing out here. So, mal gucken, ob es hier was gibt. Alles erkunden. Irgendwas Geheimes hier? Nö. Ja, ich gucke mal gerade, was, wie das jetzt zeitlich. Ja, wir haben noch ein bisschen. Ich würde halt gucken, dass ich die Parts nicht so lang mache, weil das bringt halt auch nicht, wenn die 10 Stunden sind oder so. All is pictured hell is a whole lot warmer. Dann gehen wir mal noch hier hin. So, das Gebäude bot nur wenig Schutz, aber wir schafften es, ein kleines Feuer zu entzünden. Es war besser als nichts. Plötzlich hörten wir ein dumpfes Sembern, das aus der Richtung eines flachen Erdhaufens direkt neben dem kaputten Zaun kam. Aus dem Erdhaufen rankte ein schiefes Kreuz, der Himmel war düster, aber der Schnee reflektierte das bisschen Licht genug, sodass wir sehen konnten, dass außer uns niemand hier war. Wir standen über dem vermeintlichen Grab. Bum, bum, bum. Finn blickte mich an. Jin, I want you to think very carefully about what you're about to do now. Lass uns nachsehen, aber vorsichtig. Ja, lass uns nachsehen, vorsichtig. Und das ist Schicksal, Kleiner. Na komm, erzähl mir nicht, dass du heute Nacht ruhig schlafen könntest, wenn wir der Sache nicht auf den Grund gehen. Wir müssen nur vorsichtig sein, Alter. I sleep perfectly well. I hate you, Jin Carter. Wir durchsuchten die Farm. Nachdem wir 2 Schaufeln gefunden hatten, begannen wir zu graben. Wir gruben eine halbe Stunde lang. Das Hämmern wurde immer lauter und verhallte umgehend, als der Deckel eines lichten Holzsarges zum Vorschein kam. Hello. Wow, eine bleiche Faust durchschlug den Sargdeckel. Okay, Holzsplitter wirbelten an uns vorbei und Muffigag gestand, warbte durch die kalte Nachtluft. Wir schreckten instinktiv zurück. Zückten unsere Revolver und richten sie auf die Hand. Anstrengendes Ätzen und das Geräusch von zersplitterten Holz durchbrachen die widerliche Stille erneut. Und schon bald erhob sich ein Mann mit blasser und kranker aussehender Hautfarbe aus dem Sarg. Seine Kleidung war staubbedeckt. Flynn, was in 3 Teufelsnamen? Der Tote kroch aus seinem Grab. Zwischen seinen spröden Lippen drang eine kleine Staubwolke nach außen. Dann zeigte er mit dem Finger auf uns und sprach mit einer Stimme, wie ein rostiger Nagel klang, der über einen Knochen gezogen wurde. Warum bin ich hier? Was hast du getan? Ihn erschießen, überlass den Slim. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Immer mit der Ruhe. Wir haben nichts falsch gemacht. Wir haben dich hämmern hören und deine verrottete Leiche ausgegraben. Das untote Ding äste und stampfte in Richtung Haus. Wir entschlossen uns, ihm zu folgen. Im Haus nahm der Fremde jedes Zimmer, jede Ecke, jede Ritze genau unter die Lupe. Dabei ätzte und hustete er permanent. Doch seine vorsichtigen Bewegungen ließen auf eine seltsame Stärke schließen. Auf eine Art Bestimmung. Er war groß, viel größer als wir. Aber als er sich endlich wieder zu uns umdrehte, konnten wir seine Augen trotzdem nicht sehen. Guns! I need guns! Er braucht Knarren. Wer bist denn du, Kollege? Back in my breathing days, folks called me Old Man Bill. I've seen everything. Done everything the West has to offer. I've been an outlaw, a thief, a sheriff, a bounty hunter, hell, even an exorcist for a while. Mm-hmm. And now I'm this.
whatever this is. Was ist gerade passiert? One day, I just woke up in that pine box buried in my yard. At first I thought I'd been dreaming. I remembered this vision of a train of death, driven by the devil himself and chugging its way straight to hell. When he spotted me, he started to laugh. Laughed so hard, he woke me up. Okay. When I realized I was trapped, I started hitting on the coffin's lid, trying to break free. It didn't hurt none. And being already dead, I wasn't afraid of dying. I just knew I needed to get free. I don't know how long I was down there. An hour, a day, a week. The next thing I remember was the sounds of shovels, of you digging, and then I broke through. Okay. Worauf hast du es abgesehen? I'm gonna get some guns. I'm gonna track down the devil who woke me up. I'm gonna get him good. Then I'm gonna lay me back down. Also er will den Teufel suchen, der ihn aufgeweckt hat. Er wird ihm den Gar ausmachen und dann lege ich mich wieder schlafen. Kann man auch machen. Listen, we know that devil of yours. And he's one tough son of a bitch. Name's Mammon. And he's done us wrong, too. If you're gunning for him, I reckon we should maybe ride together. At least for a few days. You got yourself a deal. For now. Mister. Gene Carter, und das hier ist Flynn. Whatever you say, kids. Call me Bill. Look, years ago, I stashed some equipment in an old hunting shack east of here. Let's wait out the blizzard. See if my stuff's still there. So, Gene, glücklicherweise haben wir ein Pferd für dich. Und los geht's. Während du die Spielwelt erkundest, findest du nicht nur findest du nicht selten Nebenmissionen, die mit zusätzlicher Beute winken. Du kannst jederzeit dein Lager aufschlagen. Im Lager kannst du dich mit den Mitgliedern der Band unterhalten, um sie näher kennenzulernen. So, die Frage ist. Cover your eyes. All this snow can blind you. Ich komme immer noch nicht ins Inventar, das ärgert mich ein bisschen. Ich fahre jetzt mal, geh mal hier hin, ob wir jetzt hier nochmal irgendwas finden. Jetzt zeigt er mir irgendwas an. Okay, Gin. Also, wonach genau suchen wir hier? Waffen unter dem Bodending, glaube ich. Und etwas Whisky im Keller. Und Dynamit, ja. Verstaut unter dem Dach. Was für ein Chaos. Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir überhaupt irgendetwas daraus kriegen, ohne dass uns die Decke über den Kopf zusammenbricht. Das Mädchen hat recht. Zuerst schnapp ich mir die Waffen und dann irgendwelche Wünsche. Würde sagen, Whisky. Warte mal. Was kriegen wir hier betrunken? Der Charakter kann keine Bullseye-Schuss ausführen. Der Charakter hält plus 4 maximale TP. Okay. Und was würde das bringen? Bring uns ein paar Stangen Dynamit, Bill. Gewehr doppelt Dynamit. Moment mal, eben hat er mir das nicht angezeigt. Das ist der Whisky. Das Gewehr. Hm. 1 bis 18, Schaden 8. Schon mal sehr gut. Whisky 3. So, hier. Dynamit. Finde ich eigentlich der Stack Schaden. Gewehr mit der Doppelblinde macht nur 4 Schaden. Ah, dann hier 8. Ja, dann hole ich doch das hier, weil dann kriege ich hier viel mehr. Whisky kann man sich ja günstiger kaufen. Ja, dann hole ich das. So, Dynamit erweist sich immer als nützlich. Bring uns ein paar Stangen, Bill.
Während wir in Sicherheit vor der Hütte warteten, wühlten sich unseren neuen untoter Freund durch die Trümmern. Die Hütte knarrte, ätzte unter der Last. Sie würde nicht mehr lange standhalten. Genau wie Flynn vorausgesagt hatte, brach geschockt, den alten Mann so plötzlich verloren zu haben. Nee, was? Wir starrten auf die Ruinen und waren geschockt, den alten Mann plötzlich verloren zu haben. Gerade als ich den Mund öffnen wollte, um ein paar Worte vor seinem neuen Grab zu verlieren, kroch dieser zähe Teufelskerl unter den Truppen hervor, als wäre nichts gewesen. Mit einem mürrischen Blick überreichte er uns die Beute. Die Waffe, ja, die will ich haben. Die Doppelflinte, ja. Viel Schaden, die braucht 3 APs, die 2 und das Dynamit. Ja. Aller glatt, alter Mann, genau. Alter Mann, ich dachte, das wäre es um dich gewesen. Er sagte kein Wort, er nickte nur zu, während wir aufstatteten und davonritten. Du hast zum ersten Mal Beute gefunden. Öffne das Inventarmenü, indem du auf das Symbol in der oberen rechten Bildschirmecke klickst. So, du hast einen neuen Revolver erhalten. Jedes Bandenmitglied kann diesen ausrüsten. Vergiss nicht, regelmäßig einen Blick auf die Ausrüstung deiner Bande zu werfen, wenn du neue Waffen findest. Experimentiere ruhig ein bisschen. Okay, gucken wir mal. Wir haben 3 in unserer Bande drin. Die Karten gibt's noch nicht. Okay. Inventar. Dynamit. Oh, Moment mal. Den Indianer, der ist gar nicht dabei. Ah, Mist, den habe ich noch gar nicht. Okay. So, zeig mal diese Flinte hier. 5 Schaden. Moment mal, die müsstest du doch haben, oder? Ne, alle haben jetzt nur einen Revolver. Jetzt muss ich die erstmal alle wieder ausrüsten. Dann kriegst du die Waffe hier. Ja. Er bekommt, gucken wir uns mal die Waffe an, 2 AP, 5 Schaden. 2 AP, 6 Schaden. Mit Bullseye. Ja, komm, Alter, dann auf jeden Fall die hier, ne? Aber erst kriegt jeder mal einen Revolver, so. 5 Schaden, ist eigentlich das gleiche wie hier. Was ich jetzt gerne wissen will, wo sind die andere große Knarre? Ich hab doch eben. Ah, da. Das ist die Flinte, ne? Ja. 8. Hm, die würde man, glaube ich, ihm geben. Hm. Und du kriegst dann die hier. Erstmal. So, Dynamit, würde ich sagen. Hierhin. Alles, Mann. Hm. So, jetzt haben alle ihre Waffen. Ich habe auch nur 3 Charaktere momentan. So, was hast du denn? Schattenhagel. Und Schaden 6 macht der. Okay. Kostet 2 AP. Okay, Reiten. Geschwindigkeitsbonus. Gut. Was ist bei ihr? Schattentausch. Finn tauscht den Platz mit anderen Charakteren. Ah ja, diese besonderen Fähigkeiten, genau. Reiten, ja, okay, hat sie auch. Reiten sie auch. Revolver hält. Ja. Verursacht mit Handfeuerwaffen plus 1 Schaden. Ja, das ist super cool. Dann macht ihr nämlich jetzt 7 Schaden mit dem Ding. Das lohnt sich auf jeden Fall, ihm dann so nur geben. Und dann noch die. Die Flinte hat 1 bis 18, der Revolver 1 bis 12. Ja, die ist so eine Nahkämpferin, das kann man eigentlich so lassen. Ja. Hier Schaden. Ne, da würde ich, glaube ich, hier sogar was ändern. Und du. Und bei dir ist es mit Revolvern. Ja, und das ist ein Revolver. Toll. Ja, das kann man so lassen. Ja, mehr haben wir halt noch nicht, ne? Es ist halt. Und das mit den Karten nachher.
haben, wissen wir ja aus, aus der Demo. Talisman habe ich eigentlich auch noch nicht so gemacht. Qualitätspunkte, wie sieht denn das hier aus? Ist alles da momentan noch nicht vorhanden. Er ist der Hauptcharakter, er hat das nicht, okay. Das macht auch Sinn. Reiten wir mal weiter. Hier haben wir alles, ja. Hier ist alles abgeschlossen. Blutiges Kreuz. Gut, aber ich würde sagen, vom Partlänge her passt das jetzt. Dann würde ich sagen, Leute, hier mache ich einen Cut. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's weiter mit Hardware 2. Bis dann und ciao.